Zodeli modeli, bang gang, diggeli dodeli, was geht ab, Babys? Wir haben 6:24 Uhr morgens. Oh shit! Und wisst ihr, was das heißt? Enzo allein zu Hause, Part 2, 2023, Deluxe Edition, Junge. Wir sind back, alone again, Junge. Ah ja, Bruder, Eltern in Urlaub, Enzo allein zu Hause, bleibt, muss überleben, Überlebenskampf. Gerade läuft Seven vs. World, das ist mein Seven vs. World, Bruder, Enzo vs. The Witness. Ah ja, crazy, Bruder, ich überlebe das, Motherfucker, du weißt, wir haben 6 Uhr morgens, aber draußen ist es schön hell und so, Bruder. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal Sleepy Meepy Pantalipi machen, Leute, Kuss auf die Nuss, wir sehen uns morgen, aha, gute Nacht. Ah ja, Zähneputzen nicht vergessen, Junge, wichtig, Herr meiner Junge. Der nächste Tag. Guten Morgen, was geht auf? Guten Morgen, Mann. Obwohl ein guter Morgen ist es eigentlich noch nicht, weil ein guter Morgen sieht bei mir anders aus. Das ist jetzt ein guter Morgen. Ich glaube, ich sollte mal aufräumen. So, jetzt ist es schon ein güterer Morgen, Alter. Güterwaggon, Junge. Ich bin müde, Mann. Also bei dem Wetter hast du auch keine Freude mehr an nichts, Alter. Was ist schon der Sommer? Vor einer Woche war hier gefühlt noch Winter mit irgendwie 17 Grad. Jetzt wären wir mal hier 30, 31, wer warum? Was soll denn der Quatsch jetzt schon wieder Sommer? Na, du hast beste Leben schon wieder, So, Tele, alles sehr wichtige erledigt für den Anfang. Jetzt wird erstmal ein bisschen gezockt, Junge. Buh! Also gut, bis später. Ja, reicht. Kein Bock mehr! Wird Zeit fürs Essen! Boah, Junge, die Pizzen und die Schnitzel und die Pizzen, Junge, da liddli. Ja, mit Dekoration! Leckere Pizzen, Junge, puppete, 10 Minuten. Alles Mauli! Erster Biss in die Pizza, Junge. Ja, gut, was ist denn das Essen jetzt hin? Hey, Schatz, machst du den Abwasch oder ich? Achso, ich bin ja Single, dann, ups. So, Dilly, weißt du was? Ich schneide mir jetzt meine Haare. Meine schöne, wunderschöne Haarpracht wird nun abgeschnitten. Okidoki, Babys, Haare sind geschnitten, Bruder, sieht gar nicht so kacke aus wie gedacht, aber was hat man denn erwartet? Enzo hat's halt drauf. Auf jeden Fall, wenn ihr sehen wollt, wie ich mir meine ganzen Haare komplett geschnitten habe, im Video, Link in der Beschreibung, ich habe daraus ein extra Video gemacht, checkt's ab. Aber jetzt zurück zum Wesentlichen, mein Freund. So, Dilly Modli, Bangin, Diggly Dolly, hier fleißig am Arbeiten, Junge, jetzt wird erstmal ein Video geschnitten. Währenddessen chillen wir und genießen das wunderbare, schöne Wetter. Wunderschön. Ja gut, da ist die Zeit ein bisschen verflattert, ne? Egal. Zeit fürs Bett. Der nächste Tag. Guten Morgen, Mann. Ich bin müde. Saudeli Modli, was geht ab? Ich habe die Tiere gefüttert und jetzt muss ich gefüttert werden. Ich hatte die ganze Nacht Bock auf Pizza. Deswegen bälle ich mir jetzt nochmal eine Pizza. Yummy! Jiko Bang. Boom Bang. Tugelugen. Miss Bombukla. Alles Mauli. So, Alter, jetzt erstmal eine Pizza und ein Freerunning-Schloppen-YouTube-Video, Junge. Alter, der Schlopp bin ja ein Junge. Was ist los? Wow, 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 wow. Bro, wo ist mein Essen denn? Also gut, ist später. Ja gut, hab ich gesagt, dass irgendwie 5 Uhr morgens ist und ich existiert habe. Ah gut, das habe ich aber. Egal, ich geh jetzt pennen. Wir sehen uns morgen. Woo! Der nächste Tag. Guten Morgen. Ja. Oha. Also gut, ist später. So, denn um Tiere habe ich mich gekümmert, Alter. Jetzt gehe ich glaube wieder ab ins Bett, Junge. Ich bin todesmüde, Mann. Richtiger müde. Was habe ich hier eigentlich, Bro? Was ist das, Alter? Katastrophe. Also gut, ist später. So, die Modli, Bangin, Diggli, Dodli, die Zeit ist verflattert, das Leben ist verflattert. Da bin ich, hier bin ich doppelt, das ist das Leben. Wir sind jetzt live auf TikTok, ich bin jeden Tag live auf TikTok um 20 Uhr, ihr wisst Bescheid, YouTube, TikTok, Instagram, Enzo Strikes. Und ja, Homie, komm vorbei und später fahrt's mal dann ein bisschen zu dem Ding, du weißt schon, zu den KFC und so, zu den Maggots und der Babidi Bubidi, wir tun uns was rein, Sneak, Motherfucker, du weißt, Leben ist schön und das Leben ist leicht, aber trotzdem haben wir alles verloren, Hintergang, Motherfucker, ich scheiße. Boah, Junge, der Hähnchenfleisch und die Pommes, Junge, boah. Boah, Junge, boah. Also gut, ist später. So, Bruder, wir haben gegessen, jetzt kommen wir nach Hause, Bruder. Das ist ja das Leben in Deutschland, Bruder. Das ist das Leben, Bruder. Tschüss, Lob. Brumm, brumm. Na gut, ich glaube, das ist eine gute Uhrzeit, um schlafen zu gehen. Wir waren fleißig heute. Au, bis morgen. Der nächste Tag. Guten Morgen. Ich muss den Porzellandrachen füttern. Immer dieses KFC, Mann. Aber ich liebe es trotzdem. Sorry, Bang and Only. Wichtigste ist soweit erledigt. Das Leben ist auf dem richtigen Holzweg. Es ist 34 Grad. Bruder, was geht ab? Ich habe keine Lust mehr. Es geht nicht. Ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Das geht nicht, so weit, sage mal.
paar Sekunden später. Ja gut, da sind kurz mal ein paar Stunden vergangen. Jetzt haben wir 19 Uhr fast. Ich hab Hunger, ich muss essen, Bro. Pizza, Pizza, Iris, Pizza, Iris. Ja, ja. Ja, ja, und lecker, 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 lecker. Let's go. Finito. Yummy, yummy, yummy. Ja, jetzt Real Talk, das kann echt nicht so schnell weggehen, das Essen. Verdammt, Junge, was soll das eigentlich? Boah, sieht aus wie geleckt. Ja, Junge, wer macht jeden Tag einen Abwasch? Du oder was? Also gut, ist Peter. Bro, ich sag dir ehrlich, keine Ahnung, was ich jeden Tag mache. Keine Ahnung, wie es so weit kommen kann. Ich mache nichts und die Zeit verflattert. Ich existiere, Bruder. Bin ein bisschen im Internet, ein bisschen TikTok, Mikbok, ein bisschen live und so, Bro. Wir haben 4:27 Uhr. Ich geh jetzt schlafen, Babys. Bis morgen. Oh! Der nächste Tag. Neuer Tag, neues Glück. So, Limodli, ja. Heute ist ein schöner Tag. Wir haben Sonntag. Ich habe alles ready gemacht für das Leben, für das Dasein. Und was kann man Schöneres an einem Sonntag tun, als eine Runde spazieren zu gehen bei 31 Grad? Gar nichts. Deswegen gehen wir jetzt eine Runde spazieren. Ja, gar keinen Bock. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, es ist viel zu warm. Bäh. Also gut, ist Peter. Okay, ich bin ein bisschen draußen, ich war draußen, es sind jetzt schon ein paar Stündchen vergangen. Es ist zu warm und jetzt gehe ich wieder nach Hause, es ist Katastrophe, Pinofi. Aber was willst du tun, so ist nun mal das Leben, ja? Ja. Du freust dich wenigstens auf mich, hä? Wenigstens eine loyale Person hier. Du freust dich, hä? Du freust dich. Ja, tschuki, 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 tschuki. Okay, ich bin zu Hause. Dieses Wetter ist katastrophal, Alter. Ich habe keine Lust mehr. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist gleich wieder 4 Uhr nachts. Na gut, ich habe gesagt, heute gehen wir ein bisschen früher ins Bett. Muss auch mal sein. Der nächste Tag. Another day, another dollar. But we're not getting money, brother. We're getting problems, but we're awake. So, lieber Godly, ich habe das Wichtigste erledigt und jetzt muss ich einkaufen. Ich brauche weitere wichtige Supplemente. Ich brauche das Wichtigste meines Ergänzungsmittels. Ich brauche die Kraft der Quelle der Nahrung, deswegen muss ich jetzt einkaufen. Und ja, das gehen wir jetzt auch tun. So, mit Freundin ein bisschen spazieren gehen. Schön, gell? Romantisch. So, Bros, gehen wir einkaufen, Alter. Hier, yeah, andere kaufen so Fleisch und so ein Zeugs, Bruder. Mehr brauch ich zum Überleben nicht. Au. Ah ja, guck mal, Junge, frisch eingelagert, Alter. Jetzt sieht's da schon wieder gut aus, verdammt. Ja, logisch. Okidoki, Babys, das ging jetzt knapp fast eine Woche so. Ich würde sagen, bevor ich jetzt weiter so mache und einfach jeder Tag sich repeated und repeated und repeated, weil eh nicht viel passiert, tun wir den ganzen hier einen Cut setzen, ja, und werden das Video einfach mal hier beenden, weil viel passiert auch nicht mehr so, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, so was soll denn passieren, Bruder, gefangen in der Dunkelheit. Aber ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, was ist mit dem Video? Genau heute, wenn das Video rauskommt, bin ich eh nicht mehr allein. Das heißt, ich habe es überlebt, ich bin nicht abgekratzt wie manch anderer oder habe mich nicht mit dem Trostpreis abgegeben wie manch anderer. Aber ja, okidoki. Dann würde ich sagen, was mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, checkt mir gerne einen Daumen und ein Abo ab, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns. Das war Enzo allein zu Hause 2023, Bruder. Bis zum nächsten Jahr. Oh, allein.